Bestimme die Temperaturen Groß-T1 und Groß-T2 im folgenden Phasendiagramm von Wasser. An diesem Punkt herrscht der normale Luftdruck von einer Atmosphäre, also 1013 Hektopascal, und an diesem Punkt ist das Wasser gleichzeitig fest und flüssig. Demzufolge muss diese Temperatur 0 Grad Celsius sein, das heißt 273 Kelvin. An diesem Punkt herrscht immer noch der atmosphärische Druck, eine Atmosphäre. An diesem Punkt ist das Wasser gleichzeitig flüssig und gasförmig, also muss diese Temperatur T2 100 Grad Celsius sein, das heißt 373 Kelvin.